Sollte ich dann demnächst mal wieder hingehen, dann nehme ich euch mit zum Friedhof. Genau. Wir machen weiter mit Geschenkpapier vielleicht. Wo ist mein Kuss? Ich fresse dich auf. Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Action Haul. Ich hoffe, dass ihr mich gut erkennen könnt. Ja, wir haben schon dunkel. Ab 4 Uhr, halb 5 wird es schon so dunkel, dass man hier die Lichter anmachen muss. Und dann ist es auch nicht mehr so toll mit dem Filmen. Aber ich hatte euch ja gesagt, dass ich euch die Sachen nochmal zeige und dass das Video dann heute Abend gibt. Genau, also für alle, die es nicht mitbekommen haben, heute gab es ein Live Action Haul um 10 Uhr. Und da hatte ich erwähnt, dass ich heute Abend nochmal die ganzen Sachen zeige. Das möchtest du haben. Ja, ich zeige das einmal, dann kriegst du das, ja? Moment, Lisa. Also, erstmal eine ganz, ganz tolle Tüte ist bei uns eingezogen. Ja, sehr weihnachtlich. Ich finde ihn richtig schön. Ich weiß gar nicht mehr, was sie gekostet hat. Also, der übliche alte Preis, 59 Cent, meine ich. Da aber alles teurer geworden ist, könnte es sein, dass es jetzt auch eben teurer geworden ist. So, wir fangen, kann ich mir gut vorstellen, dass auch die Tüte jetzt ein bisschen mehr kostet. Wobei, ich müsste hier noch die Quittung, hier ist doch die Quittung, hallo. Wir schauen doch einmal nach. Wo steht die denn? Hier steht's. 69 Cent. Die ist tatsächlich 10 Cent teurer geworden. Habe ich mir gedacht. Ich finde die Tüten aber auch sehr stabil und kaufe die da sehr gerne. Kann ich immer wieder verwenden. So, das erste, das hattet ihr heute Morgen schon gesehen. Und zwar sind das Radiergummi. Jano ist verrückt nach Wale. Er mag Wale und ja, hier sind 4 Wale. Oh, ich sehe gerade kaputt. Das war dann wohl die Luisa. Oh, das Licht ist ausgegangen. Da ist das Akku leer. Okay, da müssen wir so weiterfilmen, Mädels. Sorry. Also, man erkennt es aber, ne? Doch. Ja, so schaut es aus. Mega günstig. Ein paar Cent. Das hatte ich heute im Video erwähnt. 45 Cent. Finde ich mega günstig. Und die haben da halt ganz viele andere Motive. Ja, so Luisa, jetzt kannst du es haben, aber einer ist hier kaputt. Ich glaube, der Giano wird da traurig sein. Auch noch der blaue. Die sind da meistens auch so zum Puzzeln. Also du kannst komplett auseinandernehmen. Glaube ich. Naja. Ja. Es ist wie es ist. Und wir machen weiter. Ich habe hier nichts sortiert. Ich habe Mülltüten eingekauft. Hat ihr im Video gesehen, genau. Kaufe ich dort auch sehr gerne. Kosten 1,19 Euro. Der Kassenbon ist zu lang. Dann Toilettenreiniger, also ne, für den Klo. Den mag der Carlos sehr gerne. Ich benutze viel lieber den Mr. Muskel. Heißt der so? Ich glaube ja. Kostet, meine ich, ein bisschen mehr, genau. Benutze ich aber sehr, sehr gerne. Dann habe ich eingekauft, der Giano war heute Morgen mit mir. Also Giano war dabei und die Luisa. Kinder, passt da bitte auf mit der Tür. Da hat er sich eine Mütze ausgesucht, die hier. Ich hatte ihn zwar schon eine bestellt bei Shein. Eine ganz, ganz tolle und zwar die, aber eben hier so rechts und links geht die weiter runter über die Ohren. Es ist so kalt und ich finde, die Ohren müssen auf jeden Fall gedeckt sein. Ist es mit der hier, aber halt, ja, nicht ganz. Ja, die hat er sich dann auch selber ausgesucht, mit Dinosaurier drauf. Auf jeden Fall bestellt habe ich vorgestern oder was. Dauert auf jeden Fall und deswegen hat er heute die ausgesucht. Er hat natürlich eine, er hat auch ganz viele, aber so eine richtig schöne warme, da hat er eine. Und die hat er heute in der Schule vergessen, beziehungsweise meinte, ich habe die in der Schule gelassen. Und ich so, ja, dann ist er nicht schlimm. Kannst du dann, also heute ist Freitag, kannst du dann am Montag dann holen, ne, und mitbringen. Er meinte, ja, ich weiß gar nicht mehr, wo die ist. Also, ja, verloren gegangen, vielleicht taucht sie auch wieder auf, wie auch immer. Die hat er sich ausgesucht für,
Jetzt muss ich mal gucken. 2,99 Euro. Finde ich mega günstig. Die sind auch mega schön weich innen. Also die ist bestimmt schön warm. Die setze ich jetzt auf. Lass ich da rein? Stimmt. Na? Die ist echt warm. Nicht schlecht. Ja. Da hatten sie auch verschiedene. Jetzt nicht mega viel Auswahl, aber sie hatten da halt ein bisschen was. Ne? Wir machen weiter. Oh ja, der Kitchenreiniger, 2 Stück mitgenommen. Ich liebe diese. Auch die sind teurer geworden. Leider ja, aber eigentlich so ziemlich alles bei Action. Besonders Klopapier, finde ich, ist extremst gestiegen. Also muss man echt sagen. Ja, 2 mitgenommen. Ich liebe es und ich kann es nur wiederholen. Ich benutze es tatsächlich nicht nur für die Küche, sondern auch hier fürs Wohnzimmer. Für die Stühle zum Beispiel hier, ne? Oder auch mal für die Couch, für die Schränke. Ich mag es einfach. Ich sollte aber weniger sprühen, denn ich glaube, ich bin da so ein bisschen empfindlich jetzt mit dem Asthma, ne? Da bin ich generell, also mit so, auch hier solche WC-Reiniger, dieser Duft, sag mal so, Geruch ist halt sehr intensiv und da muss ich echt aufpassen. Ja, tut mir leid an dieser Stelle, weil das Licht ist da hinten und nicht so zu mir und irgendwie ein bisschen dunkel. Ja, Carlitos ist einkaufen, 2 habe ich nicht noch, einkaufen. Kommt jetzt gleich. Ich wollte danach auch noch zum Sub reden. Heute ist Freitag und mein Sub ist im Angebot und mega günstig, denn es gibt Rabatte. Ich weiß gar nicht, woher der das hat. Muss ich gleich fragen. Davon habe ich eigentlich 3 gekauft. Da ist er. Meine Haare. 3. Die chinesischen Nudeln, die esse ich unfassbar gerne. Auch mega günstig. 39 Cent oder was. Ja. 2 verschiedene. Die mag ich am liebsten hier, die gelben. Die kaufe ich auch immer wieder mal da. Die sind auch lecker. Aber die hier, die schmecken mir noch mal ein bisschen besser. Vor allem mit Garnelen. Wenn ich die Garnelen da reinmache, ein bisschen Gemüse. Bei dem braucht es aber nicht viel. Also bei dem schmeckt es auch hier so ganz gut. Aber ich mache halt immer noch zusätzlich gerne Gemüse rein und ein bisschen Fisch. So, ich habe jetzt hier nochmal das Licht angemacht, also am Strom gesteckt, weil ich finde, dieses Licht reicht nicht aus. Das nächste ist eine Kerze. Ich mag die total gerne mit der Pusteblume. Passt einfach total, ja, man sieht ja auch alles. Es sind eigentlich gar keine Pusteblumen. Aber ich finde, die sind sehr identisch. Ich mag die Blume, erinnert mich irgendwie an meinem Opa, den es nicht mehr gibt. Das hier ist aber jetzt nicht für meinen Opa. Mein Opa ist nicht hier in Deutschland, sondern in Portugal. Das ist jetzt für mein Mädchen. Ich weiß aber nicht, wann wir jetzt zum Friedhof gehen werden, weil es ist so saukalt. Und ich hasse einfach diese Zeit. Der Friedhof ist halt direkt, nicht direkt ums Eck. Ich brauche ja ein bisschen noch bis dahin, ein paar Kilometerchen. Und ja, hin und zurück, ich glaube um die 80 oder 90 Kilometer, ich bin mir nicht sicher, ist auf der anderen Rheinseite. Und ja, auf jeden Fall habe ich die jetzt da. Ich habe noch eine andere da, so eine kleinere, aber ich mag besonders die weißen Kerzen. Und ich habe halt auch noch eine andere weiße, wie gesagt, eine etwas kleinere. Ich meine, die andere ist auch noch von Action oder von Rossmann, ich bin mir nicht sicher. Ich kaufe die auf jeden Fall sehr gerne da. Und sollte ich dann demnächst mal wieder hingehen, dann nehme ich euch mit zum Friedhof. Genau. Wir machen weiter mit Geschenkpapier vielleicht. Hatte ja erwähnt, ich wollte Geschenkpapier kaufen. Wir haben Geschenke schon eingepackt. Und zwar nur mit einfarbigen Geschenkpapier, also alles nur in Rot. Und jetzt ist der alle gegangen und ich wollte irgendwas Passendes, was zum Rot passt. Also am liebsten irgendwie Rot-Weiß, auf jeden Fall kein Gold oder Silber. Jetzt habe ich aber was mitgenommen. Auch nicht abnehmen, lass ihn nur wieder spielen, ja? Alles gut, ey, alles gut, Schatz. Oh, der Gianni, der räumt die Eisenbahn weg.
Die Schienen und die Luise wollte mich spielen. Spiel du damit. Hier, das ist die Schiene. Das sind die Mord. Fasch du, fasch. Komm mal hier. Komm mal hier. Sieh, du fasch. Ja? Also einmal das. Ich glaube, bezahlt habe ich 89 Cent. 1,29 Euro. Das ist Folie. Und ich mag das überhaupt nicht. Aber die Farben sind voll in Ordnung. Die passen halt. Rot und das andere ist jetzt Silber, das ist gar nicht weiß. Dementsprechend habe ich dann den hier mitgenommen. Das passt dann, finde ich, zusammen. Und von denen hier hatten sie auch noch reichlich da. Das heißt, ich verpacke die weiteren Geschenke, die ich noch da habe. Einige kommen noch, die ich bei Amazon bestellt hatte. Und ich brauche bestimmt noch was davon. Aber am liebsten hätte ich halt gerne Papier, Geschenkpapier, so wie das halt hier unten. Und nicht Folie. Folie war ich nie ein Fan von. Ich finde das so, keine Ahnung, total komisch, diese einzupacken. 250 cm mal 70 cm, also nur 2,5 Meter drauf. Und hier... Wie bitte? Alles ist weg. Schaue ich mir gleich an. 1,5 mal 7 cm. Muss ich mir genauer angucken. Hier steht das nämlich falsch. Tatsächlich. Also hier steht 1,5 mal 7 cm. Und hier circa 70 cm mal 1,5. Da haben die sich echt verschrieben. Da haben sie eine Null vergessen. Kann das sein? Jetzt gucke ich mir das Geschenkpapier an. Egal, jetzt muss ich dann in Ruhe schauen, was ich mir da jetzt genau eingekauft habe. Mit Kindern macht man dann doch alles schnell. Ne, Luisa, was möchtest du gucken? Nee, das Handy nicht. Komm, wir machen weiter. Und zwar haben wir eingekauft für Jano Socken. Der braucht nämlich Socken. Also er hat ganz viele Sommersocken. Der hat auch so ein paar vereinzelte Wintersocken, aber eben nur wenig. Und Wintersocken heißt halt vom Knöchel nach oben, weil die haben ja solche Stiefeln, haben sie beide. Und also Melina kriegt ihre morgen, genau die Oberkante mit, weil wir die Größe nicht hier hatten. Was machst du auf dem Tisch? Was soll das? Ui! Wo ist mein Kuss? Ich fresse dich auf. Kili, 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 kili. Nee, gefällt dir nicht. Komm, mein Schatz, guck mal, willst du das jetzt mal gucken? Guck mal. Guck mal, was ist das? Das sind Wale. Ja, magst du mal weiter gucken? So, genau. Und die waren mega günstig. 3,59 meine ich. Für 5 Paare hat er den Junge, also mein Jano, den Junge. Mein Jano sich selbst ausgesucht. Boys Socks Multipack. 31 bis 34. Er trägt eigentlich, ja, 30, 31. Wollte ein bisschen größer als die zu klein. Da waren wir doch mit Jano weiter. Jano hat noch die hier ausgesucht. Und das sind alles so längliche. Mit Fußball drauf. Genau, die haben, glaube ich, 1,99 gekostet. Finde ich mega günstig. Auch in derselben Größe. 31 bis 43. Habt ihr eben gar nicht richtig sehen können, oder? Hier auf dem Bild sieht man es vielleicht besser. Fokus. Ja, wie gesagt, er braucht Socken. Und die hier wollte er auch unbedingt haben. Ich glaube, die waren noch die teuersten. Ich weiß gar nicht. Weil es halt nur zwei Paare sind. Auch in derselben Größe. Fand er irgendwie richtig cool und durfte dann auch mit. Für Melina habe ich auch welche gekauft. Ich habe hier noch Schwämmchen, genau. Die finde ich richtig gut. Also die kaufe ich da auch ziemlich gerne. So Schwämmchen kaufe ich tatsächlich in der Zeit eigentlich nur noch bei Action, muss ich sagen. Was macht ihr zwei da? Melina? Jano, möchtest du hier die aufmachen von dir? Ja. Melina, du kannst auch deine aufmachen, ja? Also für Melina habe ich für die Pita. Ja, kannst du jetzt machen. Nur nicht runterfallen lassen. Bitte alles hier hinlegen, sonst dass die Luisa das nachher aufhebt und das in den Mund macht. Ja? Das ist auch ganz gefährlich. Total süß von LOL. Schaut so aus. Für die Melina, für die Kita, ne? Ja, Schatz, sie bleibt unten. Davon habe ich noch eins mitgenommen. Minimaus, Lisa. Sehr, sehr gerne.
Wir machen das da ab. Den Rest mache ich dann gleich. Schaut dann so aus. Und die hier. Mit Glitzer, genau. Deswegen habe ich es mitgenommen. Melina mag Glitzer, ne? Hast du die schon gesehen? Ja. Ach, schon. Für Melina habe ich mitgenommen. 27 bis 30. Genau, ich glaube alle, oder? Moment, Jano. 27 reicht ja, alle drei. Genau. Schön. Sieht ja cool aus. Hat seine schon ausgepackt. Sieht richtig, richtig schön aus. So, was ist Luisa? Hm. Ja, soll ich dir jetzt alle einzeln zeigen? Denn Jano macht dir. Jano, willst du die nicht anziehen und die Füße in die Kamera halten? Wäre das nicht eine Idee? Das war ja auch nur Spaß. So, ihr Lieben, das war's. Ich räume die Sachen jetzt ein. Carlos müsste jetzt hier im Moment kommen. Ich glaube, der ist da. Und ich hoffe, der hat mir mein Subway mitgebracht. Wollt ihr den sehen? Ja? Ja? Ich zeige euch den. Kann ich gerne machen. Ich räume jetzt hier auf und dann melde ich mich gleich nochmal. Carlitos ist wieder zurück. Wie war's? Ach, okay. Hast du alles bekommen bei Kaufland? Kaufland, ne? Ja. War voll? Ja. Ja, freitags. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Ich komme sofort, Chat. Subway hat er mitgebracht. Zeige ich euch gleich, bevor ich das Video dann beende. Boah, riecht das gut. Genau das wollte ich genannt haben. Wie viel hast du jetzt bezahlt? Und woher hast du diese Coupons? Hä? Ach so, das ist in der App. Ach, in der App. Ah, okay. 13 Euro für beide. Und das ist in der App. Also, wenn ihr die Subway-App habt, dann könnt ihr nur heute, oder was? Diese Woche. Das ist jetzt immer pro Woche. Was heißt denn diese Woche? Heute ist Freitag. Also, noch morgen. Bis Sonntag, oder was? Bis Sonntag? Ach, die haben ja Sonntag auch auf. Okay. Da müsst ihr auf jeden Fall nochmal reinschauen. Ich weiß es auch nicht. Ich helfe dem Carlitos jetzt. Zeig euch dann gleich noch den Subway. So, ich habe mir jetzt mal eins rausgenommen. Ich weiß nicht, ob das meiner ist. Wir lassen uns überraschen. So? Ich mach mal hier rein. Ich glaube, das ist deiner. Kann das sein? Die Dose, ja, ne? Die ist gelb, ja. Ja. Meiner. Bei dir sind keine Gurken. Ne? Und das ist jetzt meiner. Carlitos hat mir noch Gurken geholt, weil wir hatten keine Gurken mehr da. Ich zeige euch mal, wie meins ausschaut. So. Mit Thunfisch. Ja, wollte an dieser Stelle das Video beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns morgen im nächsten Video. Tschüss.